ist ein sehr guter Produzent. Ich glaube, der könnte alles produzieren. Ich glaube, der würde es auch schaffen, einen richtig krassen Popsong zu produzieren. Also er ist wirklich einer, der sehr hinterher ist, der die Technik versteht, ist auch ganz wichtig. Für mich das Spannende am Sound von Niklas bzw. der Pike Solo ist, dass man nicht so eindeutig ihn in eine Schublade stecken kann. Melodic at times, a bit angry at other times, a bit crazy, but not too crazy. Na, ich finde, der Sound hat sich ziemlich stark gewandelt. Also zum einen hat er ja auch unterschiedliche Projekte, deswegen finde ich, kann man das nicht so über einen Kamm scheren. Der Sound von Niklas, der ist für mich, wenn ich das ganz oberflächlich sagen darf, sehr sexy. Ich finde ihn relativ erwachsen, was ich ganz gut finde. Also es ist nicht so Remi Demi, sondern er ist schon sehr intelligent, aber er bringt dich auch zum Tanzen. Und das ist eine gute Mischung, finde ich. Eigen, elektronisch natürlich und deep. Es prickelt. Der Pike höre, verbinde ich das mit einem der besten Live-Acts für mich überhaupt. Auch weltweit gesehen, nicht nur für Thüringen oder Europa. Und ja, eine ziemlich lange Geschichte. Ne? Ich bin ja in der DDR aufgewachsen und relativ behütet natürlich. Und für mich kam damals die Wende genau zum richtigen Zeitpunkt. 89 war ich 11 Jahre alt und es war genau bevor man so anfing, so frei zu denken und halt Fragen zu stellen, die vielleicht damals vor der Wende natürlich nicht so erwünscht gewesen wären. Für mich kam das genau perfekt und gerade genau in diesem Zeitpunkt, wo man anfängt, auch einen eigenen Musikgeschmack zu entwickeln, kam die Grenzöffnung, damit auch elektronische Musik, Techno wurde auf einmal groß und das war auch die stärkste Beeinflussung, die ich haben konnte. Wir sind jetzt hier auch gerade im Garten meiner Eltern, der jetzt seit 15 Jahren nicht mehr betreten wurde. Ich bin jetzt heute auch seit langer, langer, langer Zeit mal wieder da. Der Natur hat sich das alles zurückgeholt. Und hier haben wir tatsächlich die ersten, so, wenn man will, im Freundeskreis Veranstaltungen, kleinen Partys gemacht, wo man halt Techno gehört hat, wo dann halt so ein Techno-Marathon auch mal eingeführt wurde, wo halt, wo es darum ging, wie lange kann einer tanzen. Und standen dann hier draußen, standen halt die Boxen und wir haben es halbe Teil beschallt. Gott sei Dank gibt es hier im Umkreis von 3 Kilometern eigentlich niemanden, den du störst. Und es ist halt für mich ein ganz wichtiger Platz, weil wir halt viel, wir waren ja so eine kleine eingeschworene oder verschworene Truppe, die, und wir haben viel, viel Zeit hier oben verbracht. Juck jetzt on the block. Aber hier waren damals wirklich stellenweise 20 Leute drin oder so. Wenn es dann im Winter war, war der Kamin hier an und standen hier die Boxen in der Ecke. DJ saß dann in der Ecke oder stand in der Ecke, je nachdem, wie lange die Party ging und ja, dann ging es hier rund. Also in den 90ern war es ja immer eher so, dass es viele, viele große Rave-Partys gab in Warehouses oder halt in alten Fabriken. Stand ja wahnsinnig viel leer nach der Wende und das hat man sich dann halt so halb legal wieder so zurückgeholt und hat dann halt einfach gesagt, okay, ich kenne jemanden, da kann ich halt einen alten Lagerraum irgendwie mal für einen Abend haben. Und hat man eine Anlage reingestellt, meistens keine Heizung, es war meistens im Winter was klirre kalt, es war immer feucht irgendwie in meiner Erinnerung. Aber dann wurde da Nebel reingeblasen, Stroboskop an und dann lief da Techno. Und das war auch so unsere kindliche Vorstellung, wenn man dann so 15, 16 war, wie Techno zu sein hat, dass das eigentlich nur Strobolicht ist, die Musik unheimlich laut und hart und alles andere darf auf keinen Fall angenehm sein, weil wir sind ja Underground. Okay. Okay.
Also es war alles ganz zahm, aber man hat schnell gemerkt, dass man da so ein Interesse hat, irgendwie für Leute Musik zu spielen und den Abend so musikalisch zu beeinflussen, damit die Stimmung der Leute und halt sowas zu leiten und zu führen. Aber das war natürlich alles ganz, ganz, ganz weit weg, wenn man da in der thüringischen Provinz, genau in der Mitte zwischen Berlin und Frankfurt, wenn man da aufwächst und eigentlich auch viel zu jung ist, um auf Techno-Partys zu gehen. Es gab ja eigentlich in dem Sinne bei uns in der Region auch keine. Das Großartige an Techno war ja immer, dass man das Gefühl hatte, man kann das selber machen. Weil es war, man hat immer nur gehört, okay, die haben den und den Computer und dann machen die das und das und die haben dieses Programm. Das war zwar damals alles wahnsinnig teuer und weit weg und als Teenager hatte man das Geld nicht, aber es wirkte trotzdem greifbarer, als 15 Jahre lang Klavier zu üben oder eine Stimme haben zu müssen, die man halt nicht hatte. Und es war einfach nah dran. Und es gab dann halt gerade, als dieses Sampling aufkam und als man mitgekriegt hat, ah, du kannst da jeden Ton aufnehmen und du kannst es bearbeiten, wurde das natürlich interessant und man hat halt irgendwie, ich habe dann halt versucht, irgendwie rauszukriegen mit Zeitungen, wie haben die das produziert, wie ist das entstanden. Man hat halt gemerkt, man will da irgendwas irgendwie aufgreifen und weitermachen, weil man was erschaffen konnte. Und mit dem damals noch neuen Programm Cakewalk Apprentice konnte ich dann damals auch mit meinem ersten Computer an so zarte kleine Versuche starten, wo dann halt mit General MIDI Sounds, das war natürlich verheerend und klang Horror, aber konntest halt, wenn die Taste drückst, kommt das und das und du hast das dann versucht zu arrangieren. Ah, und das ist eine Snare Drum. Das war ja dann alles noch nicht erklärt. Und das ganz schnell hat man da gemerkt, man will da mehr, mehr und mehr machen. Und während andere Computerspiele gespielt haben, habe ich mein Computerspiel gespielt, was halt Musik gemacht hat, sozusagen. Das letzte Album, was er mit Eva gemacht hat, fand ich ziemlich gut. Auch die, auch mal so ein bisschen ausscheren und in andere Sphären eintauchen und so. Und es steht ihm auch ganz gut, finde ich. Also er ist auf jeden Fall ein gesitter Musiker, der in alle Richtungen produzieren kann. Und naja, also er entwickelt sich stetig weiter, klar. Im Laufe der Zeit hat man natürlich, wenn man das 20 oder über 20 Jahre macht, gibt es natürlich Veränderungen bei der ganzen Geschichte. Ich habe angefangen, wie gesagt, 93 eher mit so damals dieses Hard Trance, das ist heute ein Begriff, da schüttelt es einen, aber damals war das eine kredibile, okay Musik. Und ich habe mit sowas angefangen, bin dann eher zu Drum and Bass und Breakbeat rübergeglitten und habe dann irgendwann gemerkt, es gab da keinen Markt bei uns. Also keiner wollte das wirklich hören, ich habe keinen Kontakt zu Labels gehabt. Also war das Einfachste. Ich habe dann auch fast aus so einer Trotzreaktion raus und meine Breakbeat-Titel, die so auf 145 BPM war, einfach eine gerade Kick drunter gelegt und auf einmal haben die Leute getanzt zu denselben Stücken. Und ich dachte, okay. Und dann waren wir halt auf einmal in so einem brighten Techno-Sound, so ein harter, experimenteller Techno-Sound. Das war dann so Ende der 90er, würde ich sagen, 96, 97. Und ging es dann kontinuierlich weiter. Dann kam halt so diese Schranz-Ecke auf, wo ich dann auch ein bisschen mitgemacht habe. Ich glaube, auch die erste Platte auf Musferi war auch noch so harter Techno. Aber das war nie so richtig mein Ding. Das war mir dann eigentlich immer zu wild und ich hatte eigentlich immer Bock auf so ruhigeren, groovigeren Kram. Und da kam dann diese Elektrowelle Anfang des Jahrtausends, wo ich gemerkt habe, okay, da braucht man Frauenstimmen. Eva hatte für mich zum Beispiel schon immer Vocals eingesprochen. Und gesagt, ja, da kann man doch ein bisschen was ausbauen. Und dann mit dem Projekt der Falco Padberg, was wir in dieser Elektrowelle halt sozusagen gestartet haben, sind wir dann so zu Elektro rüber, so ein bisschen diese Beeinflussung mitgenommen. Und dann kam die große Minimalwelle, und das, wo ich mir dachte, okay, das ist der Kram, den ich eigentlich immer machen wollte. Völlig irre, du kannst halt mit Breakbeats arbeiten, du kannst alle beeinflussen, die du hattest, mit reinnehmen. Aber es ist halt ein grooviger, gediegener Sound sozusagen. Und das war dann so mein Ding. Und ich glaube, da bin ich ja bis heute noch. Aber wenn man das so belegt, was das für eine Kurve war, was das für eine Welle war so im Laufe der Zeit, ich finde das gut. Und ich glaube, auch bis heute hört man von jedem dieser Genre, die ich irgendwann mal gestriffen habe, immer noch so ein bisschen was. Also den Sound von Niklas zu beschreiben, ist nicht so ganz einfach, weil Niklas ist sehr vielseitig und er hat ja auch mehrere Projekte. Und man merkt so sein großes Wissen an, ja, was die elektronische Musik angeht. Also er macht softere Sachen und mit Eva eben auch sehr, mit Gesang und schönen Melodien. Und dann gibt es eben auch diesen harten Techno-Sound von Niklas. Insofern ist es wirklich schwierig, ihn zu beschreiben. Und das, finde ich, macht es ja auch gerade so hörenswert, was er so spielt. Ich kenne jetzt nicht jede Produktion von Niklas, aber ich
kann trotzdem, glaube ich, sagen, dass sich der Sound auf jeden Fall, er hat sich verfeinert. Also ich glaube auch schon, dass Niklas, glaube ich, wie viele seiner Kollegen auch oder ich auch irgendwie, dass man schon natürlich auch mit den Möglichkeiten, die man heutzutage hat und auch mit der Erfahrung, die man hat, glaube ich, dass man sich da schon irgendwie ins Detail verliebt. Und Niklas macht das sehr elegant. Den Sound von der Pike würde ich beschreiben als relativ trocken, technoid, nicht weich gespült, ohne Schnörkeleien, also straight, abwechslungsreich und einzigartig auch. Also er bleibt schon seiner Linie treu. Er hebt sich ab von den von viel Produktion, also von dem Einheitsbrei einfach. Wenn man bedenkt, dass ich 1993 angefangen habe mit Musik machen, ist das schon krass, weil ich habe die ersten, glaube ich, 7 Jahre kontinuierlich Demos versandt an Labels und stellenweise natürlich nie Feedback gekriegt. Also ich glaube, ein oder zweimal gab es dann Kontakt zu irgendwelchen Labels, aber wo dann auch nie was draus geworden ist. Und es war dann halt schon so das Ding, wo man sagt, naja, gib mal da auf oder merkt, vielleicht ist man auch einfach nicht gut genug. Aber ich hatte halt immer das Gefühl, dadurch, dass ich dann schon eine gewisse Zeit live gespielt habe, und das immer gut funktioniert hat, dass man da durchaus weitermachen kann. Man hat vielleicht offensichtlich einfach noch nicht das richtige Label gefunden. Aber nach 7 Jahren musste ich dann auch dann so selber sagen, okay, wenn keiner will, dann nehme ich es halt selbst in die Hand. Also schon allein aus dem Grund heraus, dass wir keinen oder dass ich für meine Musik kein passendes Label finden konnte, was meine Musik veröffentlichen wollte. Kam dann immer der Gedanke immer näher, dass man sagt, okay, dann machen wir halt ein eigenes Label. Hat natürlich keine Ahnung, keine Kohle. Und ich bin dann mit meinem Partner Jan von einem Veranstalter bei uns in der Region zum nächsten. Wir haben dann halt mit Mikrofonierungen im großen Raum dann halt die DJs mitgeschnitten und dann halt da kleine Auflagen CDs gepresst oder halt auch anfänglich noch Kassetten und die dann im Auftrag des Veranstalters und mit Absegnung der Künstler dann halt die auf dem Parkplatz zu verkaufen das nächste Mal. Und mit dem ersten Geld, was wir da verdient haben, haben wir uns dann tatsächlich eine Plattenpressung selber geschenkt. Als wir dann damals angefangen haben mit dem Label, waren das ja auch nur so zarte Versuche. Also man hat ja jetzt nicht gesagt, es ist die gesamte Struktur da. Wir wussten ja gar nicht, was wir wollten. Wir hatten keinen Vertrieb, wir kannten niemanden, der ein Label hatte. Das heißt, du hast halt einfach nur so, okay, wir pressen mal eine Platte, dann tun wir den Rucksack und gehen in den Plattenladen oder fahren die Plattenläden in unserer Region ab und versuchen, die halt zu verkaufen. Und dadurch hat man dann Leute kennengelernt. Aber es war jetzt nicht so, dass es jemanden gab, den wir da fragen konnten und der uns erklärt, wie wir das eigentlich machen sollten. Das war dann immer so ein Aufbauen von Kontakten und halt rumprobieren. Natürlich dann halt auch merken, okay, das funktioniert nicht, weil so eine Platte kostet jetzt in der Herstellung, weil es nur kleine Auflagen waren, 8 Mark und die geben dir im Laden in Ankauf 6 Mark. Und dann denkst du, okay, das war eine blöde Idee, das müssen wir beim nächsten Mal anders machen. Und also das sind alles so Sachen, wo man wirklich lernen musste. Und das geht uns heute auch noch so, weil sich natürlich auch die ganze Szene wahnsinnig verändert hat in den letzten 15 Jahren. Der Name der Pike war ja eher so eine Notlösung, kann man fast sagen, weil ich habe Ende der 90er unter vielen verschiedenen Projektnamen gespielt und meistens waren das relative Schnapsnamen. Du hattest irgendwie eine Idee für ein Projekt und hast das irgendwie lustig benannt und ein Vierteljahr später hast du dich geschämt dafür, weil es einfach nur eine blöde Idee war. Und ich hatte dann immer die Hoffnung, dass mir irgendwann mal was einfällt, was halt neutral ist oder ein Eigenname ist. Und ich habe dann damals für einen Veranstalter gespielt und der wollte einen exklusiven Live-Act haben. Und er rief dann halt relativ unverhofft an, weil er die Flyer machen wollte und hat gesagt, okay, ich brauche jetzt einen Namen, den ich auf den Flyer schreiben soll. Aber du hast jetzt eine Stunde Zeit und ich melde mich dann wieder und dann steht das fest. Und ich so, oh Gott. Und ich saß mit Freunden, wahrscheinlich auch schon bei einem Bierchen bei mir im Wohnzimmer und ein Freund sagt, der Name in einer Stunde, kein Problem, lassen wir uns das einfallen. Und dessen Vater war Bulgare und er sagte, ja, was soll es denn sein? Ich sage, ja, irgendwas mit viel A, irgendwie was positiv klingt, irgendwas in der Form. Man guckt da rum, ja. Und da saß eine Spinne an der Wand und dann guckte da, hier Spinne. Ja, Pike. Pike heißt wohl auf Bulgare Spinne. Pike heißt kurz Pike. Machen wir da Pike. So, mit viel A's. So. Und dann habe ich gesagt, oh, das klingt gar nicht schlecht. Und dann haben wir das durchgegeben. Und ich hatte es aber eigentlich sogar buchstabiert und alles, aber irgendwie hat das der Veranstalter falsch verstanden. Und so stand ich dann halt auf dem Flyer in so Hip-Hop-Slangy Da Pike, so als 2 Worte und glaube ich sogar mit Bindestrich.
Und das hat sich leider auch noch eine ganze Weile gehalten über diverse Flyer und über eine ganze Zeit, ehe sich das dann durchgesetzt hatte, dass es der Pike ist. Aber heute bin ich ja immer noch gerne Daypack oder der Pajak, Dopike, was man nicht alles für Namen hat. Und das, ich habe angefangen, das zu sammeln, weil das einfach nur großartig ist, zu sehen, was die Leute freudmäßig aus den Begriffen machen. Ich bin ein großer Fan von deiner Musik. Also es ist wirklich ein Hut ab, guter Musiker. Er hat sich immer ein kleines bisschen dem angepasst, was war, blieb aber immer sehr eigenständig und immer cool. Ich hatte immer schon sehr großen Respekt für, wie er das macht, wie er sein eigenes Ding einfach durchzieht.